Ein sehr schönes Erlebnis, an was ich mich noch gut erinnern kann, war eine Patientin, die während einer Wachoperation, also einer Operation am offenen Gehirn, in wachem Zustand Schwierigkeiten hatte, den komplexen Aufforderungen zu folgen. Und nach einem kurzen Gespräch mit mir war sie dann sehr beruhigt und hatte dann keine Mühe mehr zu folgen, hat sich auch nach dem Eingriff sehr bedankt, hatte sich also auch daran erinnert. Das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben.